Was nervt mich bei Anime? Darüber reden wir heute, gleich nach dem Intro. Um das gleich zu Anfang zu sagen, wir alle lieben Anime. Wir haben sicherlich auch mal was zu meckern, aber wenn wir eine so krasse Abneigung gegen Anime hätten, warum würden wir es dann immer noch schauen? Trotzdem gibt es jedoch einige Probleme, manche Elemente, die einen nerven, wo man denkt, muss das sein? Und genau darum soll es heute gehen. Dieses Video wird also eher negativ. Wenn ich aber auch ein positives Video machen soll, dann drücke auf den Like-Button, denn dann werde ich auch darüber reden, was ich an Anime liebe. Wenn du also das sehen willst, dann like das Video und abonniere den Kanal, damit du es nicht verpasst. Kommen wir aber nun zu meinen Problemen. Beginnen wir erstmal mit einem Punkt, dem sicherlich alle zustimmen können. Anime bekommen viel zu selten eine Fortsetzung. Wir alle haben doch mindestens einen Anime, wo wir uns wünschen, dass er weitergeht. Ich blende hier auch gerade welche ein. No Game No Life ist sicherlich eines der besten Beispiele. Staffel 1 entführte uns in eine wunderbare Welt der Spiele, wo die beiden Protagonisten nicht mit Muskelkraft sich hocharbeiten, sondern mit Grips. Etwas, was man leider nicht so oft sieht. Aber dazu kommen wir auch noch. Oder auch Chivalry of a Failed Knight. Ein Anime, der zwei Genres kombiniert, die viele lieben. Action und Romanze. Wo sogar die Beziehung mal vorankommt. Auch etwas, was mich an Anime nervt. Denn leider kommen viele Paare in Anime nicht wirklich zusammen. Händchen halten ist schon das höchste der Gefühle. Oft hat der Protagonist reichlich Auswahl. Doch eins macht er nicht. Endlich eine zu wählen. Auch wenn wir eh schon wissen, welche er nimmt. Nämlich das Mädel, welcher er zuerst begegnet. Solange es nicht die eigene Kindheitsfreundin ist. Die er gar nicht mehr als potenzielle Partnerin wahrnimmt. Und nur noch als Freund. Oft enden solche Anime nach 12 Folgen. Und wir warten und warten. Meist jedoch vergeblich. Manchmal haben wir dann aber doch Glück. So wird zum Beispiel die Rom-Com When a Girlfriend fortgesetzt. Und das wurde auch gleich nach der Ausstrahlung angekündigt. Wäre schön, wenn sowas häufiger passieren könnte. Das Schlimmste ist nämlich die Ungewissheit. Nicht zu wissen, ob es irgendwann doch noch weitergeht. Aber wie löst man das Problem? Denn ich will nicht nur meckern, sondern vielleicht auch eine Lösung anbieten. Und ich habe auch eine. Sagt uns einfach die Bedingungen für eine zweite Staffel. Oft müssen genug Blu-rays verkauft werden, wie zum Beispiel der Produzent von When a Girlfriend anmerkte. Setzt am besten ein Ziel fest und verkündet regelmäßig, wie viele verkauft wurden. Also ähnlich wie Kickstarter. Das motiviert sicherlich die Fans. Und hier und da wird sowas auch gemacht, wie zum Beispiel bei der Komödie Dropkick on My Devil, welche teilweise durch Kickstarter finanziert wurde. Ich weiß, einen ganzen Anime so zu bezahlen ist schwer, aber gebt uns doch zumindest einen Hinweis. Kommen wir aber nun zu dem nächsten Problem. Warum müssen alle Anime in der Schule spielen. Und ich rede hier natürlich nicht nur von den Romcoms. Klar, auch da wäre es mal schön, wenn die Charaktere etwas älter sind. Vielleicht sogar arbeiten wie in Wotakoi. Auch dann können sie noch Anime-Fans sein. Man muss ja sein Hobby nicht gleich mit 20 über den Haufen werfen. Leider sind solche Serien jedoch eher die Ausnahme. Und auch in ernsten Anime wie Kokis geht es immer noch in die Schule. Und nicht nur für ein paar Minuten wie vielleicht in Death Note, wo diese eigentlich nach ein paar Folgen keine Rolle mehr spielt, sondern wirklich für ganze Episoden immer und immer wieder. Natürlich, es lockert die Stimmung auf. Aber gab es dafür keine anderen Möglichkeiten, die mal etwas origineller sind? Naja, scheinbar nicht. Und das bringt mich auch zum nächsten Problem. 90% der Anime sind gefühlt für Teenager oder Erwachsene, die es gerne wieder wären. Und eine solche Zielgruppe beschränkt einen schon ziemlich. Doch es gab ein Studio, welches anders war, welches uns Anime geliefert hat, die sich auch mal an Erwachsene richten. Und die Rede ist natürlich von Madhouse. Die haben zum Beispiel Death Note animiert, aber eben auch Serien wie Black Lagoon, welcher von modernen Piraten handelt und einem Büroangestellten, der von ihnen gekidnappt wird. Als der jedoch nicht von seiner Firma gerettet wird, schließt er sich ihnen einfach an. Oder auch Nana, ein Liebesdrama, welches wirklich ernsthafte Themen behandelt, ohne dabei lächerlich zu wirken. Leider hat es der Anime noch nicht zu uns geschafft, aber wenigstens der Manga. Und es gibt noch viele weitere Beispiele. Leider ist Madhouse nur noch ein Schatten seiner selbst. Viele wichtige Leute sind abgegangen und haben ihre eigenen Studios gegründet. Hoffentlich produzieren sie nun die Erwachsenen-Anime. Wir werden es sehen. Weiter geht's mit dem nächsten Problem. Nicht alle Anime laufen im Simulcast. So werden manche Serien vor der Ausstrahlung nicht lizenziert oder werden zumindest nicht zeitgleich übersetzt und dann Monate oder Jahre später erst veröffentlicht. Dies ist zum Beispiel aktuell bei Demon Lord Retry passiert. Der erschien schon im letzten Jahr, lief aber nicht im Simulcast. Nun veröffentlicht ihn aber KSM und zwar Anfang nächsten Jahres. Also fast 2 Jahre nach der Ausstrahlung. Und ja, ich weiß. Alle Zuschauer über 25 wollen mir gerade an die Gurgel springen. Denn die und auch ich kennen noch eine ganz andere Zeit, wo es nämlich noch keine Simulcast
Cast gab und wir darauf warten mussten, dass die Anime im Handel erscheinen. Entweder mussten wir sie dann kaufen oder haben uns ein Abo bei Anime On Demand geholt. Doch auch die hatten damals noch keine Simulcast. Es ist also schon deutlich besser geworden. Aber es gibt immer noch Lücken. Besonders Filme schaffen es immer noch nicht zu uns. Liegt wohl auch daran, weil scheinbar das Interesse geringer ist. Keine Ahnung warum, aber wer weiß, wer weiß. Vielleicht kommt ja irgendwann ein Streaming-Anbieter auf die zündende Idee und macht vielen Anime-Studios ein Angebot. In Zeiten von Kinosterben, warum veröffentlicht ihr die Filme nicht gleich bei uns? Oder zumindest nach ein paar Monaten? Dies ist zum Beispiel bei Um ein Schnurrhaar passiert. Nachdem der Film nicht regulär in die Kinos kommen konnte, hat ihn sich Netflix geschnappt und hat ihn gleich weltweit veröffentlicht. Hoffentlich kommt sowas in Zukunft häufiger vor und es schaffen noch mehr Filme zu uns auf dem Bildschirm. Kommen wir nun zu einem Thema, das die Community spaltet. Fanservice. Wir kennen es alle. In der einen Folge wird in einem epischen Kampf die Welt gerettet, in der anderen gehen die Charaktere an den Strand. Muss das sein? Und bevor ihr mich falsch versteht, ich habe nichts gegen solche Anime, aber muss man solche Szenen wirklich überall einbauen? Genauso wie das Schulsetting. Natürlich ist es nicht verkehrt, ein paar Anime zu haben, die in der Schule spielen. Es wäre sogar schade, wenn sie plötzlich verschwinden würden. Aber es muss doch nicht in jedem Anime vorkommen, oder? Was willst du lieber? Eine neue Serie, die so gut ist wie Highschool DD? Oder 10 Anime, die ein paar unnötige Fanservice-Szenen haben. Ich hoffe, du wählst die. Wehe nicht. Aber Spaß beiseite. Das wäre doch sicherlich die bessere Variante, oder? Kommen wir nun zu unserem Lieblingsstreaming-Anbieter, und zwar Netflix. Naja, sagen wir es mal so, den haben zumindest die meisten. Trotzdem nerven mich auch ein, zwei Dinge daran. Aber besonders eine Sache, und zwar, dass Netflix scheinbar nicht weiß, was Simulcasts sind. Zumindest wenn es um Anime geht. So mussten wir zum Beispiel Monate darauf warten, bis endlich Staffel 3 von Seven Deadly Sins bei uns erscheint. Dieser Abenteuer-Anime wird ja von vielen gefeiert. Doch auch der bekommt keinen Simulcast. Dafür bekommen die Anime dann auch meist sofort eine deutsche Synchro. Das ist wirklich klasse. Doch aktuell beweist Wakanim, dass man das auch schneller machen kann. So bekommt die Dramaserie The Day I Became God ein Simuldub. Es erscheinen also nicht nur die neuesten Folgen mit Untertiteln, sondern zwei Wochen später gibt es dann auch schon die Synchro. Echt nice sowas. Warum kriegt das Netflix nicht hin? Zumindest bei wirklich beliebten Serien wie Great Pretender. Wäre das nicht cool? Auch auf den mussten wir lange warten. Und als er dann endlich kam, wurde nur die erste Hälfte veröffentlicht. Die zweite gibt es dann erst Ende November. Wenn der Hype also schon wieder so halb vorbei ist. Hoffentlich ändert Netflix das irgendwann mal. Oder sie produzieren bzw. finanzieren die Anime wirklich komplett selbst und zeigen sie nicht mehr im japanischen Fernsehen. Dann können sie ja ohne Probleme diese auch vorher synchronisieren. Hoffen wir es. Reden wir aber nun über OP-Charaktere, also Overpowered MCs oder auf Deutsch viel zu starke Protagonisten. Diese Wesen findet man nicht im hohen Gras, sondern häufig in Isekai-Anime. So kommt der Held nicht nur in eine andere Welt voller Magie und Drachen, sondern er muss auch gleich der stärkste sein. Oft ohne dafür selber was zu tun. Und ich weiß, viele mögen von euch sehr starke Charaktere, wie zum Beispiel Momonga aus Overlord. Ich kann das auch verstehen. Wer wollte damals nicht in seinem Lieblings-MMO der Stärkste sein und jeden Gegner mit nur einem Schlag besiegen und minus 9999 Schaden machen? Doch manchmal wird sowas dann doch langweilig, besonders wenn man schon von Anfang an so stark ist. Stell dir mal ein Rollenspiel vor, in dem du jeden Gegner mit Leichtigkeit besiegst, ohne dich anzustrengen. Langweilig, oder? Zumindest denke ich so. Es gibt jedoch eine Lösung. Warum nicht einfach die Gegner auch stärker machen? Ein gutes Beispiel ist dafür How Not to Summon a Demon Lord. In diesem Isekai-Anime ist der Protagonist auch extrem stark. Aber später bekommt er auch ähnlich gute Gegner, die ihn zumindest in Schwitzen bringen. Und das würde mir schon reichen. Etwas ähnliches macht auch One Punch Man. Natürlich, Saitama besiegt jeden Gegner mit einem Schlag, daher auch der Name der Serie. Doch die sind oft so furchteinflößend, dass man immer wieder zweifelt. Wird Saitama es auch diesmal schaffen? Und allein schon der Gedanke macht die Serie spannender. Gerne also mehr davon. Doch leider sind das nur die Ausnahmen. Und das bringt mich zu einem der größten Probleme. Animes folgen manchmal zu sehr den Trends. Sind gerade Schulanime beliebt, werden dazu ordentlich viele produziert. Nun sind die Isekai-Anime dran. Aber es ist natürlich auch verständlich. Man geht dorthin, wo das Geld ist. Etwas komplett Neues zu probieren, ist ziemlich risikoreich. Auch wenn man so oft die besten Ergebnisse bekommt. Wenn man einfach mal was wagt. Hoffen wir also, dass sie es häufiger mal machen. Vielleicht mit Hilfe der Streaming-Anbieter. Entweder die großen wie Netflix und Prime oder auch die reinen Anime-Seiten wie Crunchyroll und Wakanim. Gerade Crunchy investiert ordentlich in eigene Anime und hat zum Beispiel mit ihren Serien zu Tower of God
The God of High School und Noblesse einen neuen Trend gestartet. Zumindest waren sie dafür mitverantwortlich. Und zwar der Fokus auf Manhwa, also Manga aus Südkorea. Hoffen wir also, dass dies nicht nur eine einmalige Sache war und nun auch häufiger nicht nur Manga aus Japan als Vorlage dienen. Hoffentlich bringt dies auch eine willkommene Abwechslung. Das wird uns aber nur die Zukunft zeigen. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Was nervt dich am meisten bei Anime? Schreibe deine Meinung doch gerne in die Kommentare. Oder mache vielleicht sogar ein eigenes Video. Wenn du es mir auf Twitter schickst, werde ich es auf jeden Fall anschauen. Like dann noch das Video und abonniere den Kanal. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann!